Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Und wie versprochen, Sunny Meadows. Wie versprochen, großes Sunny Meadows, kein Restricted. Und ich hab da auch Bock drauf, deswegen machen wir es jetzt mal. Ganz entspannt. Na gut. Dann wollen wir mal. Wir brauchen Bewegungsmelder, Parabolmikrofon und näheres Matschen. Das ist doch richtig gut. Ich bin Objectives dafür. Dafür, dass wir wahrscheinlich eh rausfinden, wo der Geist ist, weil er huntet. Oder weil er uns jetzt direkt die Klingel an den Kopf wirft. Man weiß es ja nicht. Der Breaker ist mehr oder weniger egal. Den werde ich suchen. Den werde ich finden. Und dann ist das gut. Ja, den Hiding Spot hier vorne. Richtig gut. Richtig gut. Aber je nachdem, wo der Geist ist, brauchen wir den gar nicht. Wenn wir Pech haben, ist der Geist irgendwie so scheiße gelegen wieder. Dann wird es wieder richtig ekelhaft. Versuche den Knochen zu kriegen. Versuche möglichst gute Bilder zu machen. Weil oft klappt es dann doch erstaunlich gut. Der Knochen könnte. Das mag ich übrigens nicht so, wenn der Knochen dann hier auf diesem Geschütt liegt. Also auf den ersten Blick sehe ich den nicht. Ist halt immer erst, ne? Ja gut, ist sowieso nicht restricted, deswegen ist alles auf, ne? Sind auch die Symbole, die wir so ähnliche, sind ja auch im letzten Devlog gewesen. Deswegen bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Weil jetzt hier ist ja auch eine Art Geschichte, hier ist satanischer Scheiß, der hier abgegangen ist oder so, man weiß ja nicht. Das ist der Knochen, aber das sind einfach nur die Karten. Und ein Pickel, Eispickel. Hallo? Hallo? Hey, bist du hier? Gehen wir zuerst mal in die Flügel. Solange unsere Sanity noch recht hoch ist. Bist du da? Das Kreuz drehen? So als Begrüßung. Also, hallo, da bin ich. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr creepy. Ich finde es aber sehr, sehr cool, also dass es so ist, wie es ist. Sowieso ist die Map hier unschlagbar die beste, was die Atmosphäre angeht. Aber ich kann trotzdem mal gucken. Geil ist auch, dass Kameras funktionieren auch in der Breakhouse. Das finde ich mal sehr, sehr schön. So. Da hören wir, wie der Breaker ausgeht. Wissen, dass es kein Gin ist oder so. Sowas. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben ein Gespenst. Das EMF-2 kam nämlich nicht mehr vom Breaker, glaube ich. Aber wenn, dann werden wir das nochmal erleben. Gib uns ein Zeichen. Ja, ich bin alleine und ich rede in der dritten Person von mir, ja? Weil wir sind halt was Besseres als du, Geist, ja? Wir sind hier. Wenn es wirklich ein Gespenst ist, müsst ihr dann nochmal EMF-2 vielleicht auslösen. Würde mich wundern, wenn das jetzt noch der Breaker war. Glaube ich eigentlich nicht. Hast du das Foto was gewonnen? Ja. Den Breaker hat es eigentlich wieder angemacht? Ja, habe ich. Daher. Bist du hier? Ein Zeichen? Da geht's runter in den Keller, da gehen wir gleich hin. Da ist ein Hiding Spot. Hier ist ein Hiding Spot. Ich glaube, das hier könnte auch einer sein. Der jetzt hier so nicht. Aber im Zweifelsfall immer am besten hier hinter. Wenn es natürlich ein Gespenst ist. Lampe ist kaputt. Traurig. Bist du da? Ein Zeichen.
Hier. Das hier wäre im Notfall auch ein Hiding-Spot, glaube ich. Jeden Fall besser als nichts. Man könnte natürlich auch mit einer Kerze losziehen, sozusagen. Taschenlampe und Kerze. Die Kerze nur benutzen, dass die Sanity nicht sinkt. Und dann die Taschenlampe oder die Kerzen dann einfach vor Ort lassen. Ich dachte, da schiebt sich was ins Bild, aber das ist nur der Schatten gewesen. Bist du hier? Mehr ein Zeichen. Das heißt, wenn wir den Geisterraum haben, wird logischerweise einer der erste Test sein, da Salz reinzutun. Der Geisterraum ist irgendwo erreichbar ist. Dieses Spiel, ne? Okay. Da ist ein Hiding Spot. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Den können wir schon mal streichen. Aber es ist immer noch möglich, dass es ein Gespenst ist. Ah, ich sehe gerade, wenn ich einen streiche, dann deaktiviert sich natürlich kurz der Marker. Wahrscheinlich ist das mit dem Oni passiert. Das kann sein. In der Runde davor. Ich habe das Video immer noch nicht angeguckt. Tut mir leid. Okay. Wir wissen jetzt zumindest, wo der Geist ist. Das ist schon mal gut. Sanity ist noch okay. Ich nehme jetzt auch eine Pille. Salz, habe ich gesagt, nehme auf jeden Fall sofort mal mit. Wenn es ein Gespenst wäre. Dots nehmen wir dann auf jeden Fall mal mit. Aber es ist noch eine Kamera. Das Schöne ist, wir könnten auch sagen, um zum Geisterraum zu kommen, gehen wir über den oberen rechten Flügel. Gehen dann runter, dann brauchen wir nicht durch den langen Gang laufen und haben oben Hiding Spots, wenn er uns angreift. Ne? Also so. Dass wir wirklich ruhig den längeren Weg gehen. Weil wir haben jetzt, wenn er jetzt handeln würde, oder auch selbst wenn er handeln würde, wenn wir hier oben sind, also auf dem Weg zu ihm, hätten wir jetzt hier Hiding Spots, die wir unten eventuell im Gang nicht hätten. Deswegen wäre es schon ganz gut, wenn man hier einfach ein bisschen taktisch dann auch vorgeht. Ich bin mal gespannt, ob wir da unten tatsächlich. Immer mal, wenn er hier durch den Raum laufen will, die Chance recht hoch sein, dass er daran vorbeigeht. Hier wieder nach oben.
und zurück. Der Weg ist vielleicht länger, obwohl es tut sich nicht viel. Ob ich jetzt vorne runtergehe und dann den Gang lang. Ich laufe halt oben einmal am Gang vorbei, aber das macht ja erstmal nichts. Safe ein bisschen Sanity einfach. Ich glaube immer noch, dass der gar nicht. Der ist ja da unten, der Geist. Also es kann natürlich jetzt wirklich sein, dass ich vorhin nur eine Interaktion hatte, die mies gelaufen ist. Man weiß es nicht. So. Guten Tag. So, aber jetzt, jetzt gucken wir erstmal. Wurde es vorhanden? Nee. Schon seinen Raum. Salz scheint da noch unberührt zu sein. Wir nehmen also mal noch Bewegungs... Müssen wir sowieso machen, Bewegungsmelder, ne? Genau. Das Parabolmikrofon nehme ich auch direkt mal. Noch ist unsere Sanity voll gut, dann kann man das in Ruhe machen. Ich kann mich gar nicht erinnern, hier mal Licht angemacht zu haben. Hier geht es ab. Okay, muss ich mir mal merken. Habe ich jetzt noch dabei? Bewegungsmelder, genau. Ich habe schon gesehen, der Geisterguide hat mittlerweile echt viele Aufrufe und viele Likes. Vielen, vielen Dank auch dafür. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, den aufzunehmen. Sanity ist zum Glück noch zu hoch, dass er jetzt schon etwas machen könnte. Oh, es ist kein Gespenst mehr. Alles klar, das ist schon mal gut zu wissen. Demonstrativ. Immer noch so ein schönes Foto mit. Hey, gib mir ein Zeichen. Bist du da? Hört halt einfach Schritte auf. Drei. Schöne Geräusche. Na gut, ich gehe wieder. Ciao. Der wirft da richtig um sich. Also der ist schon aktiv. Okay. Wir können also das Gespenst streichen. Parabol ist erledigt. In der Nähe smatschen. Okay. Ich hinterhole die ganze Zeit Schreie. Aber gut, wenn man sich anguckt. Wieder. Wenn man sich anguckt im Hintergrund, auch mitkriegt ihr, was da für Experimente mit den Leuten gemacht wurden. Ihr kennt wohl, dass hier nur Schreie sind. Also alle Geister, die hier gefangen sind, können nur aggressiv sein. Das kann hier keiner sagen, der sagt, war nett hier. Ich wollte nur mal noch ein bisschen hier bleiben, weil es so schön war. Dass die Geschichte hier geschlossen ist, ist genau richtig. Und ihr habt es verantworten. Okay, dann nehmen wir mal die üblichen verdächtigen Sachen noch mit. Sanity ist noch in Ordnung, das ist durch das Licht wirklich sehr, sehr gut. Ich könnte jetzt auch ohne Taschenlampe losziehen, aber ich habe Angst, dass er mir den Breaker ausmacht und ich irgendwo bin, wo ich jetzt gerade nicht weiter weiß. Dann stehst du da. Das muss ja nicht sein. Deswegen auch echt immer den langen Weg nehmen. Tut euch den Gefallen. Schön Dots und Buch unten rein, dann wieder raus, Geisterbox holen und UV-Lampe und zum Schluss einen schönen dicken fetten Smatsch. Extra dicken.
So. Also, wenn das oben ist, EMF2 wirklich nur. Ich wollte schwer zurückrennen, aber die Tür oben wird zugehen. Das wäre ja mein Todesurteil. Wobei, der müsste auch erstmal. Fairerweise, er müsste sie auch erstmal. Du bist noch hier. Das ist schön. Er müsste ja auch erstmal, wenn er da unten huntet und ich hier drin feststecke, müsste er ja auch erstmal hier hochkommen. Das macht er ja auch nicht immer. Sehr charmant, wie die Tür hier durch die Wand glitscht. CJ, was hast du da gemacht? Ah, er toucht schon mal die Tür an. Das ist schon mal gut. Ich brauche leider mal so ein bisschen Zeit, um hin und her zu laufen. Neulich bei dem Talk-Video, ne, bei dem Abonnenten-Special. Es hat echt Spaß gemacht, so ein bisschen zu erzählen. Aber das kann ich jetzt nicht fürs 500er nochmal machen, wo wir uns gerade schön drauf zu bewegen. Ich habe ja schon, ihr habt mir ja schon wieder 21 neue Abonnenten gegeben, seit ich überhaupt gefragt habe, was wir machen sollten. Ihr seid ja genial. Sag mal, Dots oder sowas? Buch brauche ich gar nicht, habe ich schon drin. Keine Ahnung, wo er das Buch schon reingeschrieben hat. Okay, Geisterboxen und Frau Lampe. Dann schießen, okay. Ah, es ist halt einfach. Es ist super cool, dass es so gut ankommt, der Phasmo-Content, und ihr so viel Spaß daran habt. Und auch die lieben Kommentare immer. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ich versuche auch jeden zu beantworten. Also, das. Mache ich halt echt gerne. Ich agiere gerne mit euch. Und lerne auch gern was dazu. Also ich habe ja jetzt hier schon einige Leute gehabt, die haben mal geschrieben, Hammer, das und das ist übrigens speziell bei dem Geist. Und das, oh wow, habe ich dann rausgefunden. Und das ist dann halt auch cool, ne? Also man lernt halt auch dazu und ich dann auch gerne. Ah, das ist echt lieb von dir. Oh ja. Dicke, fette Fingerabdrücke. Oh oh. Bist du hier? Poltergeist. Es hätte jetzt halt auch genauso gut ein Dämon sein können. Ich würde den Knochen ja schon gerne finden. Weil den muss ich ja nicht fotografieren. Ich mache gleich Folgendes. Ich laufe gleich mit einer Kerze rum. Nehme vorher Pillen, dass ich wieder voll bin. Dann laufen wir einmal das Sunny Meadows ab. Dabei ein bisschen quatschen. Aber wir brauchen noch Bilder. Müssen noch den Bereich smatschen. Das mache ich als nächstes. Aber den Poltergeist. Eigentlich kein großes Problem, würde ich sagen, dass wir da Interaktion kriegen. Das eine Bild hat er mir leider durch ein Event. Das hat er doch geworfen. Also manchmal. Sorry, also manchmal ist es echt merkwürdig. Weil manche Sachen zählen irgendwie nicht, manche dann schon. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Leider spielen wir einen harten Kettenraucher. Der ist nach einem 3-Sekunden-Sprint ist er völlig durch.
Fußabdrücke, das Geisterbuch. Sehr schön. Fotos sind fertig. Einmal hier raus. Wenn er jetzt handeln würde, wäre egal. Wäre nicht so schlimm. Dem könnte ich entkommen. Weil hier sind halt genug Hiding Spots. Da würde ich einfach reingehen zum Beispiel. Schon wäre alles okay. Es wird da unten so richtig touchy, ne? Aber meine Sanity ist jetzt auch ein bisschen gesunken. Smatschen muss ich noch. Das mache ich am besten jetzt. Sanity ist noch relativ hoch. Der Poltergeist huntet erst auf 50%. Das ist ja, ja. 69. Statt 69. So. Dann machen wir das jetzt eben. Smatschen einmal. Und dann, dann gehe ich raus, es pillen. Und dann gehen wir mit der Kerze los. Und gucken, dass wir, ne? Den Knochen noch finden. Weil der gibt halt schon hier auf Sunny Meadows gibt es halt schon eine recht große Belohnung. Und da spielt so ein Zehner mehr schon ordentlich mit rein. Also. Oh, hast du wieder Fisch angetatscht, ne? Ja. Also. Hinter mir. Schön. Dann gehen wir jetzt raus und suchen dann gemütlich den Knochi. Knochiski. Ah, Feuerzeug. So, jetzt kann ich keine Sanity mehr verlieren. Die Aufgaben sind erledigt. Wir wissen, welcher Geist es ist. Jetzt fehlt nur noch der Knochen. Das ärgert mich trotzdem, die beiden Bilder hier, weil gerade beim Poltergeist wäre es so easy gewesen, ne? Das eine hätte eigentlich ein Geisterfoto sein können, denke ich mir. Der andere, nein. Sunny Meadows dann geschafft, ohne einen Hand. Also das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Weil eigentlich hat man doch eher, dass man auf so großen Maps den Geist in der Regel eher dadurch findet, dass er huntet. So, wir gehen jetzt hier runter in den Keller. Gehen aber noch Richtung Geist, aber nicht zu weit, sonst macht er Events und zieht mir das Sanity, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Aber wir müssen halt den Bereich zwischen Geisterraum und wo wir jetzt sind, hier noch abchecken, ob da der Knochen liegt. Hier saßen wir doch während meines Specials, haben uns hier gemütlich hingesetzt. Ah, schön. Das mag der Geist da hinten gar nicht, der wird direkt ranzig im Kopf. Knochen brauchen wir auch gar nicht fotografieren, wollen nur einsammeln. Was haben die mit dem hier gemacht? Auf dem elektrischen Stuhl gegrillt, bis er geplatzt ist, oder was? Ich glaube, ich habe es rausgefunden. War vorhin das Event, was er nicht gezählt hat, weil Baum. Hier
bist du? Ich weiß, du bist da, aber ich will mal ganz kurz gucken. Ja, das hast du gut gemacht. Wird auch ein Hiding-Spot sein, aber jetzt nicht, wenn der Geist direkt vor ihm steht. Machst du gut. Bin da mal weg, ne? Wenn alles nach Plan läuft, sieht der Geist mich nicht mehr wieder. Das würde ihn doch freuen. Nicht. So. Da bin ich jetzt mal ganz froh, dass es kein Gespenst ist. Ich meine, gut. Es wäre jetzt nicht wirklich schlimm, wenn es ein Gespenst wäre, weil ich bin ja jetzt auf 100% Sanity und dann tut er mir auch nichts. Aber das Problem ist halt bei einem Hand, der kann sich halt zu einem teleportieren und dann handen und dann hat man ja halt direkt im Nacken. Und das kann je nach Position mit einem Gespenst echt gefährlich sein. Gehen wir jetzt hier rum. Genau, hier saß ich dann auch eine Weile in dem Blutverschmierten. Nicht so gemütlich wie der saubere drüben, aber doch ganz nett. So. Nicht zur Hand. Halt. Es gab doch das Video von dem Phantom auch, den Clip, wo ich dann gestorben bin. Bin ich halt hier rum um die Ecke und hab mich hinter die Tür gesetzt. Ich hätte aber vielleicht noch Zeit gehabt, hier rumzulaufen. Das hätte mich schon Line of Sight gebrochen. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Oder, weißt du, so rein, Tür zu. Und weiter, das kann dann nämlich immer schon reichen. Wenn man einfach so in so einen Raum geht und hinter sich sofort die Tür zumacht. Das hat gerade richtig gut geklappt, warte mal. Kommst du um die Ecke, ganz rum, Tür zumachen. Das bricht kurz Line of Sight. Das kann schon reichen, dass man dann eben weg ist. Die Kerze war nur abgebrannt, keine Sorge, sonst hört man auch so ein... Das haben wir nicht gehört, also... War der Geist doch nicht hier. Der kann natürlich den Raum wechseln, wenn er Bock hat. Er löst gerade EMF aus. Oh, keine Ahnung, was er da tut. Das Kruzifix jetzt nicht sein. Kerze. War da auch hoch? Gar nicht. Nur hier. Der Hiding Spot hier. Das treibt uns mal oben. Okay, da wollen wir jetzt gar nicht hin. Hier ist mal die schöne Leichenhalle hier hinten. Haben Sie den Knochen? Das ist das Geistermodel? Fürs Thumbnail. Na gut. Knochen habe ich bisher noch keinen gesehen. Der kann jetzt halt auch vielleicht schon irgendwo gelegen haben, zwischen dem Dreck oder so. Das mag ich ganz gerne, das nicht. Da muss man so sehr genau hingucken für den Knochen. Da kriegt man so ein bisschen Augenschmerzen. Das ist nicht so mein Ding. Das mag ich nicht so. Wenn er jetzt hier liegt oder so, ja, viel Glück beim Finden. Den Breaker ausgemacht, die Sau.
Naja, wenn es Spaß macht, soll er machen. Ist mir egal. So könnte es ganz gut sein. Müsste man echt mal ausprobieren, aber man muss auch einen Geist haben, der in der Nähe ist. Das ist ein bisschen anstrengend. Geil wäre, wenn ein Poltergeist mit sowas interagieren könnte. Und dann, boom, haut er es einfach auseinander. Weil das ein Item ist, offiziell. Vielleicht auch gar nicht interaktiv. Passiert da mal gar nichts. So. Wie wär's denn hier? Ist da Knochen? Ich hätte halt im Eingang beim Rausgehen sehe ich den dann oder so. Naja, wir haben noch den hinteren Bereich mit der Küche. Den haben wir auch noch. Wir sind jetzt ja nur durch den Ost- und Westflügel durch. Aber wir haben auch noch die Küche und den Shop hinten und so. Da kann man auch noch mal vergucken gehen. Da denke ich auch mal, ist da Knochen? Nee. Weil es natürlich eigentlich völlig okay ist, dass es so ist, wie es ist, aber es ist für mich halt sehr anstrengend. Ich habe auch kaputte Augen und so. Das ist mal gar nicht so einfach. Wenn du zum Beispiel diesen roten Schädel hast, den würde man jetzt zwischen diesem Fleischraum auch recht gut übersehen. Abgebrannt, alles gut. Also selbst wenn der Geist von unten handeln würde, soll er doch machen. Wir sind ja oben inzwischen. Da gehen wir gleich hin. Wie gesagt, das hier ist keine Tür hier. Diese hier, die wird nicht verschlossen. Die wird nicht verschlossen. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr im Bereich hier vorne den Geist habt, ihr wahrscheinlich auch die Spinde hier. Das könnt ihr euch merken. Nur am Anfang. Und jetzt gehen wir mal hier in den inneren Bereich. Hier ist einer meiner Lieblings-Hiding-Spots. Normalerweise, der ist diesmal nicht da. Das ist hier nur ein Schrank. Aber gut, man kann doch nicht nur Hiding-Spots haben, fairerweise. Wir haben schon echt gute dieses Mal dabei. Der da hinten ist aber auch da. Da muss man leider ziemlich weit für den Raum laufen, aber er funktioniert. Solange der Geist eigentlich sieht, wie man hier reinkommt und dann in die Ecke rennt, ist eigentlich alles okay. Wenn er so weiter weg ist, stellt euch da hin und alles ist gut. Da geht's aus dem Garten, da gehen wir gleich hin. Oh, das ist eine Nachbildung von meinem Zimmer. Schön. Ich wundere mich auch mal, warum die Geschirrtücher nicht mehr ordentlich abtrocknen. Die sehen doch super. Sieht doch richtig klasse aus. Lagerräume. Da liegt er. Siehst du, da hinten liegt er so. Naja. Ein Hiding-Spot tatsächlich. Könnt ihr euch merken. Ich glaube, man könnte sich tatsächlich hier hinstellen und den Geist, also wenn er hier in den Gang geht, bist du erledigt. Aber wenn du Glück hast, geht er an dir vorbei und dann weg. Kann trotzdem funktionieren. Aber das ist schon... Ich sag mal, im Notfall ist das besser, als überhaupt kein Versteck zu haben. Das Versteck da haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Das funktioniert auch, aber wir sind auch schon da drin gestorben. Zum Glück haben wir da so gespielt, dass nur einer stirbt, sonst wären wir alle drei tot gewesen und nicht alle drei hier drin. So, ups.
cool, ein Hiding Spot. Nice. Zehner, das wusste ich gar nicht. Kohle, menschliche Überreste wahrscheinlich. Man sagt eingeäschert alle. Ja, keine Chance in der Runde, das würde ich sagen, ne? Kannst ja nicht mal rotieren. Nimmst du auch, der Raum ist so groß, selbst wenn du jetzt hier loopen würdest. Also aber würdest du dadurch loopen, wärst du halt, wenn du rausläufst, würde der Geist dich halt sehen, wo du hinläufst. Dann wird er dich weiter verfolgen. Wenn du aber einen Geist hast, der nicht so schnell ist, kannst du dann halt hier super loopen. Einfach immer rum um die frischen Deogen. Immer rum um den großen Tisch. Alles kein Problem. Pizzaöfen. Hast du, wir werden den Knochen nicht finden. Wir sind nämlich fast rum. Dann waren wir überall. Eins, was wir nochmal machen könnten, wäre dann nochmal in den Bereich im Flügel zu gehen. Ah, wir können auch in die Mitte gehen, habe ich ganz vergessen. Aber erstmal ärgere ich den Geist ein bisschen. Könnte auch ein Hiding-Spot sein, ja. Er dachte sich so, ach, er ist endlich weg, Licht aus und fertig. Und ganz so, was? Den Innenbereich, den äußeren Bereich, den Innenhof. Besser, das Geräusch habe ich mal immer gehört hier. Ich weiß gar nicht, was das war. Wo es herkam. Ich habe mich nicht gewusst, dass der Geist da draußen sein kann. Ich habe mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und jedes Mal denke ich, hier steht einer bei diesem blöden Baum in der Mitte. Ziemlich harte Erde. Na gut, da wir aber eh kein perfektes Spiel mehr hinkriegen, wäre das jetzt für mich nicht ein Grund, nochmal abzugrasen alles. Wenn man jetzt sagen würde, okay, pass auf, es wäre ein perfektes Spiel, dann würde ich mir den Bonus nicht unter... schlappen gehen lassen wollen. Aber so. Jetzt hier nochmal durch. Ich hab ihn hier übersehen. Wahrscheinlich auch im Video, wenn Leute so. Ey, da war er doch. Ich lauf einfach dann vorbei. Das ist dann so ein dicker, fetter Oberschenkelknochen, weißt du, der für alle sichtbar ist. Aber so quer über den ganzen Raum liegt der. Das war's dann jetzt. Schade, dass wir den Knochen nicht gefunden haben. Tut mir echt leid. Tja, na, dann ist das halt so. Trotzdem eine gute Runde. Trotzdem eine sehr gute Runde. Mimik.
back. I've prepared some jobs for you. Gab trotzdem eine Menge Kohle. Aber wo war denn der? Hospital Room 1. Okay, das war jetzt halt irgendein Raum. Na, also, mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Okay. Dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Bis dann und ciao.